So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und ihr seht, das Wetter ist wieder mal bombastisch. Der Regen tropft, die Kameralinse wird feucht. Und wir haben was vorbereitet, denn wir können uns ein weiteres Ninja Tom abholen. Das wollen wir jetzt mal kurz machen. Ja, komm, sei ruhig, das kennen wir doch alles schon. Da können wir natürlich auch noch ein paar Bonbons abstauben. Vielleicht sollte ich mal stehen bleiben, nicht die ganze Zeit. Na, was ist denn hier? Begegnung beginnen. Es geht nicht. Das geht auch nicht. Hallo. Wir starten das mal kurz neu. Jetzt probieren wir es natürlich nochmal. Klicken auf die Kiste. Ein wildes Ninja-Tom erscheint. Da werden wir gleich wieder eine gelbe Beere drauf werfen. Das kann ja eh nicht fliehen. Also nehmen wir mal den roten Ball auf den roten Kreis. Und es hängt in der Ecke. Großartig. Das bleibt bestimmt aber doch nicht drin. Da könnte ich drauf wetten. Wir laufen mal darunter ein Stück weiter. Ein paar Sekunden später. Boah, Bruder. Beruhig dich, alles wird gut. Auch dir wird geholfen. Und da ist er natürlich weg. Eine Ewigkeit später. Mit einer Hand, einfach mit dem Daumen schnippen. Immer noch das Beste, was man machen kann. Ich glaube, die Folge geht am Ende dann 10 Minuten. Ramses und das Ninja Tom. Ein Spektakel, seinesgleichen. Boah, das muss man erleben. 6,5 Stunden später. Der nächste großartige. Wir sind jetzt bei Versuch Nummer 300. Ja, genau wie der Film. Und es ist drin im Kasten. Sehr schön, das nehmen wir mit. Jetzt habe ich natürlich die Werte nicht im Kopf. Wir drücken es mal kurz durch. Wirklich stark, zweiter Satz. Ah, ein Pfiffchen. Das könnte natürlich auch shiny sein. Das Aufbewahrungslimit erreicht. Gut, scheiß drauf. Das lassen wir weg. Das können wir eh nicht mitnehmen. Aber ihr habt alle gesehen, es gab jetzt natürlich wieder neue Shinies. Das Dragosso gab es als schillernde Variante. Das Ponita gab es als schillernde Variante. Und ich habe mal zwei eingetütet. Das blende ich jetzt mal hier ein. Jubelfreu! Und da ist es, ein Shiny Dragosso. Jetzt bin ich gefühlte 2 Millionen Jahre durch den Park gelaufen, durch die Stadt gelaufen. Alle posten ihre lustigen Shinies. Shiny Ponita, Shiny Dragosso, Shiny hier, Shiny da. Und wie immer bin ich leer ausgegangen, dachte ich, aber jetzt auf einmal. Ich wollte schon heimgehen, wollte es sein lassen und dann taucht plötzlich ein Shiny Dragosso auf. Jetzt müssen wir es natürlich noch eintüten. Nehmen wir mal die goldenen Beeren, weil davon haben wir ja so viele. Und einen gelben Ball, weil davon haben wir ja so viele. Wir drehen und drehen und drehen und großartig! Juhu! Jetzt muss es nur noch drin bleiben. 16.24 Uhr. Bam! Das erste Shiny heute. Und jetzt habe ich wieder neuen Mut gefasst und werde weitergehen in der Hoffnung, vielleicht doch noch ein Shiny Ponita zu kriegen oder ein zweites Shiny Dragosso, weil vorher werde ich das nicht entwickeln, nur wenn ich noch ein zweites bekomme. Ich raste komplett aus, da ist es nun, das zweite Shiny, also das zweite Pokémon, denn das ist ein Ponita. Wie ihr seht, mit dem blauen Schweif, was besonders cool aussieht. Wir hoffen natürlich, dass wir das jetzt auch wieder eintüten können. Wieder goldene Beere, gelber Ball, einfach fabelhaft. Ich habe oft in letzter Zeit Leute gesehen, die gefragt haben, wie man einen einfach fabelhaften Curveball macht. Nun, hier habt ihr es gesehen. Da muss man nicht mal Kreis einstellen oder irgendwas. Bei Ponita geht das eigentlich richtig gut. Und das ist jetzt auch im Sack. Ah, freut sich's nochmal. Gleich ein Sternchen dran. Das war nämlich von vorgestern Abend. Und gestern bin ich nochmal gelaufen, hab nochmal alles gegeben, hab mir nochmal zwei weitere gegönnt von jeder Sorte. Die sind heute auch schon weg. Es gibt die also jetzt nicht mehr. Wer noch keins hatte, tut mir leid, vielleicht haben welche ja noch welche übrig, könnt euch noch welche rübergeben. Ich habe auf jeden Fall jetzt zwei Dragosso und zwei Ponita. So, ich habe sogar drei Dragosso, sehe ich gerade. Und ich möchte mir jetzt einfach die Entwicklungsformen dazu noch holen als Shiny, dass der Pokédex natürlich wieder vollständig ist. Dazu entwickeln wir das höchste Dragosso zum Shiny Knogger.
Ihr seht, der Schatten unten ist noch da, weil wir noch nicht das Shiny Knocker haben. Boah, was ist jetzt los? Jetzt bin ich so aufgeregt und der Arm tut weh. Und ein seichtes Pfeffigrün beim Shiny Knocker. Das sieht richtig genial aus. Da, es singt und tanzt für uns. Und wir werden uns noch ein Ponita gönnen als Shiny Galopper. Damit der Schatten auch weg ist und der Eintrag vorhanden. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, habt ihr einen Ponita bekommen, habt ihr einen Tragosso bekommen, habt ihr auch die Entwicklungen bekommen, wie viele Shinies habt ihr natürlich bekommen davon. Ich habe jetzt also alle vier im Kasten. Boom, da freut sich. Ihr seht, die Mähne ist natürlich ein bisschen heller. Deswegen finde ich eigentlich Ponita sogar noch genialer als das Galopper, weil das Blau einfach viel kräftiger aussieht und viel kräftiger durchkommt. Das war es aber von meiner Seite aus. Jetzt muss ich meinen Beutel mal ein bisschen ausmisten, sonst wird das mit dem Raupi auch nichts. Und ja, schreibt also mal in die Kommentare, ob ihr auch was bekommen habt, wie viele Shinies ihr bekommen habt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Puh.